Schauen wir mal, ob hier draußen noch was anderes ist. Ansonsten würde ich nämlich glauben, dass ich dann mal wegen des Dungeons in der Gilde fragen muss, ob man da mit mir reingeht. Seid willkommen. Hier ist aber noch ein bisschen was vom Anima Belieb. Genau wie ihr mit eurem Seelenband in einer ewigen Partnerschaft den Frieden in unserem Reich wahrt, so müsst ihr auch den Fluss der Anima im Himmel über uns wiederherstellen. Kaphios, eine Schülerin des großen Mechanikos, hat sich auf die Kunst spezialisiert, unsere Anima-Vorräte an die Tempel zu leiten, die sie am dringendsten benötigen. Angesichts der großen Anima-Dürre, die uns alle so schwer zu schaffen macht, braucht sie bestimmt besonders viel Hilfe. Das sind jetzt, glaube ich, die Quests, die wir bekommen haben durch die beiden Verbesserungen. Aktiviert den Anima-Leiter. Unsere Aufgabe ist heilig. Und unsere Wacht resolut. Unsere Auserwählten fliegen mit Leichtigkeit über der Bastion und sorgen für Sicherheit und Wohlergehen aller im ganzen Reich. Vor langer Zeit haben wir ein Netzwerk aus Anima-Portalen gegründet, damit unsere Aspiranten, Goliaths und Provosten noch schneller durch das Reich reisen können. Zieht los und aktiviert erneut dieses Netzwerk, damit auch ihr in Windeseile dort sein könnt, wo man euch braucht. Aktiviert das Transporter-Netzwerk. Gut, also zwei Sachen von den Verbesserungen. Möge Mut euer Herz stählen. Das hier ist für das Reisenetzwerk. Da wird hier bestimmt irgendwas entstehen. Irgend so ein Reiseportal, Dingsi, Bumsi. Ja, sehr schön. Ich schaue mir das gleich mal an. Aber erstmal. Meine Waren. Es ist eine Ewigkeit her, dass die Anima-Portale aktiv waren. Ihr müsst jetzt nicht mehr mit dem Larion im Bereich der Bastion reiten, Schlundgänger. Dank der jetzt wieder aktivierten Portale könnt ihr ohne Zeitverluste an alle Orte reisen, an denen ihr gebraucht werdet. Aber ihr benötigt immer noch einen Larion, um nach Orbos zurückzukehren oder in andere Reiche zu reisen. Probiert das gleich mal aus. Verwendet das ewige Tor, um an einen beliebigen Ort im Bereich der Bastion zu reisen und dann ein beliebiges, ewiges Tor, um zur Elysischen Feste zurückzukehren. Bis sich unsere Schicksale wieder kreuzen. Gut, dann möchte ich mal zur Heldenrast. Bitte. So, jetzt sind wir hier. Ja, hoffentlich werde ich das. Wow. Gut, ich bin wahrscheinlich während der Quest nicht wirklich hier. Ich versuche mir nur einzuprägen. Es ist quasi. Gut, jetzt bin ich hier. Es ist vor dem normalen Flugmeister, wenn ich es mal suche, damit ich das auch finde. Mal schauen, ist man immer danach kurz so. Aha, Befreiung. Für ein paar Sekunden um 300% kann man hier rumdüsen. Wir haben viel zu besprechen. Gut, bald werden wir vielleicht neue Orte für unsere Portale öffnen. Helfaus kann euch mehr dazu sagen. Nutzt es weise. So, dann hatten wir hier. Und ich schaue mal, ob er uns schon was anderes sagen kann, aber ich glaube, dass wir nichts freischalten können. Vor den Aufgestiegenen. Nein, also hier brauchen wir 5K und 8 Seelen, 5K und 8 Seelen, 5K und 8 Seelen, 1,5K und 6 Seelen. Die Archon schütze euch. Seelen haben wir, also es wird aufs Anima hinauslaufen. Und Anima-Leiter können wir jetzt noch aktivieren.
Und der Provost steht schon bereit. Guten Tag. Ja? Die anderen sprechen ständig von euch. Kommt, ich würde zu gern wissen, warum. Die Macht im Himmel. Das Gerät, das ihr hier seht, kann verwendet werden, um Anima zu unseren Tempeln zu leiten und unseren Leuten zu helfen. Jeder Tempel, der seinen Anima-Strom zurückerhält, wird seine Funktion wieder aufnehmen. Ihr werdet diese Funktion auf euren Reisen vielleicht nützlich finden. Oder vielleicht stoßt ihr auch auf neue Herausforderungen, die euch erwarten. Sobald ihr etwas Anima in unser Sanktum gebracht habt, benutzt das Gerät, um sie zu einem Tempel zu leiten. Dann seht ihr selbst das Ergebnis. Benutzt den Anima-Leiter, um Anima einen Ort in der Bastion zu kanalisieren. Der Boden hier fegt sich nicht von selbst. Okay, wählt einen Ort zum Aktivieren. Mit jeder Aktivierung füllt sich diese Leiste. Sobald sie voll ist, könnt ihr einen Ort permanent aktivieren. Wir haben den Tempel des Muts und die Spitze der Reinheit. Tempel des Muts klingt gut. Analysiert Anima zum Tempel des Mutes, sodass ihr gegen einen gegnerischen Champion kämpfen könnt. Kanalisiert Anima zur Spitze der Reinheit, wodurch ihr Zugriff auf einen besonderen Schatz erhaltet. Ja, Mut. Alle 20 Stunden. So, leiten wir darüber. Jetzt ist die Frage, muss ich das jetzt so oft mal 20 Stunden machen oder ist das nur... Ja, das werden wir wohl rausfinden. Und hier wird jetzt wohl unsichtbar ein bisschen was rübergeleitet. Erlaubt mir zu helfen. Gut, die Anima fließt wieder. Ihr solltet regelmäßig zu dem Gerät zurückkehren und weitere Anima kanalisieren. Wenn ihr mehr Anima sammelt und in die Bastion kanalisiert, werden die Ströme allmählich stärker. Obwohl sie noch nicht lange anhalten werden, werdet ihr irgendwann die Kanalisierung verstärken können, um eine dauerhafte Verbindung herzustellen. Einst leuchteten die Himmel der Bastion vor Anima-Strömen. Mit eurer Hilfe wird das wieder so sein. An die Arbeit! Gut, kann ich immer wieder anklicken, aber da steht jetzt nicht, wie lange es noch braucht, ne? Kann das hier vielleicht sehen? Nö. Nö, nö, nö. Gut, was ich jetzt mal kurz schauen werde... Ja, hier laufe ich einfach drüber, weil ist kaputt. Ich laufe nicht drüber, weil unsichtbare Wand. Ich möchte noch ganz kurz schauen. Wir hatten ja Claire als neuen Gefährten freigeschaltet. Ich möchte mal schauen, wie so ihre Kampfstärke ist, wenn wir sie auf eine Mission schicken würden. Weil aktuell ist im Gange hier mit Pelagos und Pelodes, da hatten wir was gestartet. Jetzt aus Interesse einfach mal, wenn ich Claire da einsetze, hat sie 440. Kann natürlich die anderen jetzt ein bisschen schlecht vergleichen, weil die im Gange sind. Vielleicht zu so einem, ja, es wird auf jeden Fall nicht reichen. Warte mal, was ist denn das Einfachste? 2,2000, 4600... 4160, also das hier wäre das Einfachste. Ja, aber ich glaube, selbst wenn ich hier ganz viel reinpacken würde, würde das nicht reichen. Nee, da werden wir, glaube ich, vorher sterben, bevor wir es schaffen. Gut, aber vielleicht jetzt mit drei richtigen Gefährten können wir da schon ein wenig mehr machen. Ich werde jetzt hier an dieser Stelle einen Cut machen, kein Folgenende, sondern werde diese Folge fortsetzen, wenn sich hier kampagnenmäßig wieder was ergeben hat. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann wieder. Wir sind zurück mit WoW Shadowlands. Eigentlich wollte ich hier nur kurz nach Torghast gehen, um ein bisschen weitere Seelenasche zu sammeln. Wollte das eigentlich ohne Aufnahme machen. Bin ich aber in die Vorkammer gegangen und habe eine neue Quest bekommen. Nämlich Überreste der Hoffnung, das war von Bolvar, der hat sich dann einfach mal kurz per Funk zugeschaltet
und hat gesagt, ich habe den Schlüssel untersucht, den ihr aus Torgas zurückgebracht habt, Shadowrunner. Er ist die Bestätigung, dass Jaina Prachtmeer immer noch irgendwo in dem Turm gefangen gehalten wird. Aber wir wissen nicht, wo genau. An diesem verfluchten Ort werden unzählige Seelen gefangen gehalten. Ein paar wenige könnten noch intakt sein, aber viele von ihnen sind zersplittert und zerbrochen. Lasst Gnade mit den Überresten walten und befreit jene, wo es noch möglich ist. Vielleicht können sie euch bei der Suche helfen. Sprich, wir gehen also nicht nur rein für Seelenasche, sondern es geht da auch um Jaina, und deswegen denke ich, das ist durchaus ein Teil der Story, den wir uns zusammen anschauen können. So, jetzt ist die Frage natürlich, ne? Wir waren letztes Mal nur ganz normal drin. Wir könnten jetzt auf 1 rein. Oder wir könnten auf 2 rein. Dann gibt es dann erhaltet ihr auch die Belohnung für alle niedrigen Ebenen. Das geht halt ganz hoch am Ende, bis auf 8 maximal. Ich würde allerdings aktuell nochmal auf 1 reingehen, weil ich nicht weiß, inwie stark das härter wird. Notfalls mache ich dann 2 nochmal ohne Aufnahme, aber wir gehen jetzt erstmal auf 1 rein. Und für die Quest stand auch nicht, dass wir es auf 2 machen können, von daher machen wir es auf 1. Ladebalken. So, da sind wir angekommen. 4 Tode haben wir, wie üblich. Wir könnten uns holen. Beim erlittenen Treffer besteht eine Chance von 10%, dass euch Zähne zusammenbeißen gewährt wird. Da müsste ich jetzt nochmal gucken. Was war denn jetzt Zähne zusammenbeißen? Das nutze ich zwar manchmal als Def-Fähigkeit, aber was war das überhaupt? Steht hier natürlich nicht dabei. Zähne zusammenbeißen. Ignoriert so 50% des erlittenen Schadens. Bis zu 4700 so und so viel. Ja, und da ich Avatar nicht nutze, nehmen wir das. Warum bin ich so halb unsichtbar? Weiß ich nicht. Ist mir auch aber egal. Unsichtbar will ich nicht sein. Was ich eben meinte, also ich habe seit dem letzten Mal ist meine Ausrüstung ein bisschen besser. Ich war damals so mit, glaube ich, Gegenstände Stufe 140 drin. Jetzt bin ich auf 167, 68, ist also ein bisschen höher. Aber ich will mich da vorsichtig rantasten. Gut, ein Seelenrückstand. Vorne sieht es ein bisschen voller aus. So, schreien soll ich auch mal. Holen wir also hier nach und nach. Naja, so teilweise. So, wir könnten hier rechts rein oder geradeaus. Man kann auch nicht sehen. Dann gehen wir erstmal rechts lang. Notfalls drehen wir nochmal um. Ich schaue jetzt hier sicherheitshalber immer, dass da nicht irgendwo Seelenrückstände sich verstecken. Oh,
Gut, das scheint hier wohl ein bisschen länger noch zu gehen. Wir müssen halt nur darauf achten, dass wir uns alle Seelenrückstände holen. So, erhöht den von Schildschlag verursachten Schaden oder die Fiole, die ich mir nie hole. Gut, hier ist ein Gitter, das wir aktuell noch nicht aufmachen können. Vermutung, das ist dann in die andere Richtung da vorne. Da wird dann irgendwo ein Hebel sein. Natürlich das Phantasma nie vergessen. Ich gehe hier rein für den Fall, dass hier irgendwo sich der Hebel versteckt. Sehe allerdings hier nichts. Was bist denn du? Okay, befreit den Seelenring oder schließt die Bindung ab und nehmt die seelengebundene Ausrüstung. Ja, das klang eher so wie das, was wir für die Quest brauchen könnten. Ausrüstung habe ich mir gedacht, nee, dann braucht man nicht. So, hier ist nichts. Ja, du hast deine Spähaufgabe wohl nicht gut erfüllt. Wuterzeugung wird erhöht. Nicht genug Wut. Immer alles kaputt machen. Gut, dann unten anscheinend doch noch nicht rein. Ich habe nichts Hebeliges gefunden. Und das ist wohl der erste Boss, würde ich es mal nennen. Sonst hier was drin? Sieht nicht so aus. Schauen wir mal, was du so kannst. Ob du was kannst. Sieht bisher okay aus. Keine bösen Bodeneffekte. Jetzt bist du wieder voll. Warum bist du wieder voll? Habe ich was übersehen? Ist es irgendwas, was ich unterbrechen muss vielleicht? Achte mal, ob da irgendeine Fähigkeit ist, die wie heilen klingt. Okay, innere Flammen muss man unterbrechen. Hab's verstanden. Innere Flammen war die Heilung. Deswegen habe ich jetzt die Maustaste schon über der... das war doof. Verstanden haben, kein Problem. So, eine Kugel in der steht in der Nähe, wenn ihr zum ersten Mal eine seltene oder Elite-Kreatur angreift. Das heilt mich um 25%. Nein, nicht wirklich. Öfter Schildschlag, das wird gut zusammenarbeiten mit mehr Schaden von Schildschlag. Und doppelt hält besser. Das war, glaube ich, dass man doppelt anstürmen kann. Das mache ich eh nie, deswegen gehe ich weiter auf den Schildschlag, der ohnehin recht häufig genutzt wird.
So, die Seelenschmieden. Ebene 2. Schaut, ob da rechts um Ecke noch was ist. Aber da sind nur ein paar Ratten wohl. Keine Seelen. Das ist keine Seele. Hi Jungs, warum bleibt ihr so weit da hinten? Fernkämpfer wieder hier. Der hat irgendwas auf dem Boden gemacht. Hat zum Glück nicht viel Schaden gemacht. Hier muss ich stehen bleiben. Da ist eine Aufwertung. So, wenn ihr ein aschendes Phylakterium zerstört, dann wird der Schaden des nächsten Rache erhöht. Stellen wir einfach mal an, dann schauen wir uns um. Das ist ein größerer Raum. Ah, da ist, glaube ich, eine Seele. Also hier einmal komplett im Kreis laufen, damit wir nichts übersehen. Okay, da geht es wahrscheinlich ins nächste Level rechts rein. Am besten hier nicht runterfallen, war gerade nah an der Kante. Ja, die Ratte kann mal hier gerne bleiben. Oh, jetzt rennt sie auch schon weg. Ja, und da drüben ist noch eine Seele. Das war ein Grund, warum ich hier einmal komplett rumgehen wollte. So, eure Fähigkeiten kosten für 1,5, ja, das... Ich habe aktuell nicht vor, wirklich Sachen oder Sachen zu nutzen, die viel Wut kosten. War hier noch was oder kamen wir hierher? Hier kamen wir, glaube ich, her. Gut. Fünf von den Seelen haben wir schon mal, die wir für die Quest brauchen. Das sieht aus nach der sechsten. Keine Hebel. Ja gut, dann komm mal her.
versuche wieder ein Auge auf die Fähigkeiten zu halten. Die normalen dürfen gerne durchgehen. Aber alles, was... okay. Vielleicht will ich Feuerball doch zerstören. Oder aufhalten. Und mehr auf die Sachen auf dem Boden achten. Gut, es war jetzt härter, als ich es mir eigentlich gedacht hatte. So, gewährt das Talent auf ins Getümmel. Sagt mir gar nichts. Ist bestimmt Fury oder Waffen. Ich könnte natürlich weiter hier das mit Schildschlag machen, aber mehr Rüstung und mehr Blockwert würde ich dann einmal nehmen. Was mir gerade einfällt. Ich habe ja mittlerweile ein bisschen gekocht und geangelt. Dann setze ich mich doch mal für 10 Sekunden hin, weil das ist dann, also halt mich ganz normal und ihr werdet außerhalb des Kampfes eine Stunde lang alle 5 Sekunden um 1000 Gesundheit geheilt. Das ist jetzt nicht super viel, aber ist dann halt, wenn man mal ein bisschen rumläuft, kann das helfen. Ebene 3. Das sah so aus, als will man da nicht drin stehen. Einfach mal zur Sicherheit so rüber. Okay. Zieht ungefähr Hälfte des Lebens ab. Alle Waren und Dienste erhältlich. Bin ja gerade ein bisschen vorsichtig, weil ich sowas noch nicht gesehen habe. Also würde Schaden machen, vermute ich mal. Was wollen wir denn von dir kaufen? Wir haben 272 Stygia, nee, Phantasma. Einen Top brauche ich jetzt erstmal nicht, würde ich sagen. Was hatten wir denn sonst immer oder oft? Einmal dieses quasi eine zweite Chance. Ja, ich würde sagen, ich nehme einmal das. Das Auffüllen der Elixier. Einfach zur Sicherheit holen wir uns einen Tod mehr. Moment, das wurde aber, glaube ich, in die Tasche gelegt. Gut, können wir vielleicht... Weiß nicht, ob das erhalten bleibt, wenn wir Torgast verlassen. Wir werden es rausfinden. Kann ich euch mit meinen Waren und das hier gehört zusammen. Bringen? So, Aggressionsmanagement sagt mir wieder nichts. Das ist was Aktives. So, das hier wäre nochmal aschernes Phylacterium. Ja, weil wir da schon mal was von hatten, nehmen wir das doch. So, war gerade irgendwas im Gefängnis? Moment. Aha. Gut, dass wir es nicht übersehen haben. Gut, 10 von 10. Das heißt, eine Sorge weniger.
Da sind wir schon in Ebene 4. Da kommt wieder Feuer raus. Oh je, das wird aber spaßig werden. Gehen wir erstmal hier lang. Weil in dem anderen Gang habe ich noch mehr Feuer auf dem Boden gesehen, das von unten rauskam. Und ich, ja, Bewegungslegastheniker, ne? Ja, moin. Gut, vielleicht gehe ich doch erstmal hier drüben rein. Jetzt warte ich einmal, bis das Feuer kam. Mhm. Ja, schön. Okay, es kommt also immer so nach vorne ein bisschen. Scheiße. Okay, so viel zu dem Thema. Eieieiei. Ich glaube, da hat mein getriggert, dass ich einmal hochgeheilt werde. So, jetzt haben wir natürlich hier kurz, wir haben nichts zum Anstürmen. In der Mitte kommt das Ding. Ich möchte gleich einmal schauen, ob ich mit dem heldenhaften Sprung komplett rüberkomme. Sonst könnte das, und dann muss ich auch noch auf die Äxte achten. Also, ja, das wird spannend.